Sehr schön. Warte mal. Kriegt mir hier die Tablette bei der noch um die Ohren. Bin, ich glaube, mit der größten, einer der größten Tollpatsche, die es gibt. So. Ist auch schon wieder eine Luft draußen, ey. Einfach nur abartig. So, wo müssen wir hin? Brunnenonne. Diesen Weg Richtung. Oh, dicke Katze. Dicke Katze führt uns immer irgendwo hin. Okay, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ja, doch einmal. Einmal waren wir hier. Stimmt, da stand ich hier vorne, glaube ich, am Tor. Die Langeweile. So. Da, Frau Eisherz. Da. Und der letzte im Bunde. Ja. Wir können es abgeben. Es sind nur noch 14 Quests. Eins muss man Eisherz lassen. Sie vergeht nicht lange. Das war ein herber Schlag für Ishgard. Hier seid ihr. Wir hatten euch in Camp Drachenkopf erwartet. Ja, ihr wart da nicht da. Ich bitte um Verzeihung. Als wir von dem Angriff auf das Tor erfuhren, wollten wir uns selbst ein Bild von der Lage machen. Dann habt ihr sicher bereits gehört, dass die Heretiker von Eisherz persönlich angeführt wurden. Dabei ist es der Hexe gelungen, die äußerst magische Barriere Ishgard zu zerstören. Alles Weitere sollten wir direkt mit Großmeister Emmerich besprechen. Er hat soeben Camp Drachenkopf erreicht. Bitte folgt mir. Gut, das sind nur noch 40 Quests. So. Eisherz schreckt aber auch wirklich vor gar nichts mehr zurück. Ein direkter Angriff auf die Stadt, das war bis vor kurzem denkbar. Bin mal gespannt, was Emmerich dazu zu sagen hat. Los, zurück nach Kampf Drachenkopf. Unser guter Haucherfand wird uns sicher umgehend zu Großmeister Emmerich vorlassen. Die haben alle Namen, ey. Geht auf keine Kuhhaut. Jo, und bitte sag, dass es synchronisiert ist. Bitte. Hey, wo gehst du denn schon wieder hin? Ach, Leute. Achso, warte, das Empfangszimmer war hier hinten. Sehr gut. Das ist meistens der Ort, wo ich mich am meisten verlaufe. Ja, wir wollen rein. Okay, wieder lesen. Hab Dank für euer zügiges Erscheinen. Wenigstens ein Lichtblick in dieser dunklen Stunde. Eisherz hat uns einen schweren Schlag versetzt. Ja, wir haben mit einigen Überlebenden am Tor des Urteils gesprochen. Die Lage ist dramatisch. Wir hätten vollstes Verständnis, falls ihr unsere Unterredung verschieben möchtet. Sicher erfordert die Verteidigung der Stadt eure ganze Aufmerksamkeit.
Nicht ganz, Ehrenwerter Alfino. Dieses Gespräch mit euch hat Vorrang. Sobald wir alles Wichtige besprochen haben, werde ich unsere Kräfte sammeln und retten, was noch zu retten ist. Bevor wir darüber sprechen, wie ihr uns möglicherweise helfen könnt, möchte ich euch einen alten Freund und Kampfgefährten vorstellen. Auch erfahrend. Hallo Hybrid! Ich hoffe, es geht dir gut. Nee. Durch sind wir noch nicht. Ich glaube, es müssten jetzt noch so, wenn ich von eurer Rechnung ausgehe, 14 Quests sein, bis wir zumindest Heaven's Ward erreichen. Also, durchschaffen wir das heute garantiert nicht. Ich möchte zumindest bis Heaven's Ward kommen und danach mal gucken, wie es mir geht, spätestens dann ist. Und jo. bevor wir darüber sprechen, wie ihr uns möglicherweise helfen könnt, möchte ich euch einen alten Freund und Kampfgefährten. Achso, ja, das hatten wir ja. Genau. Dafür wird schon. Dachchen. Darf ich vorstellen, Justinian, der Azur-Drachenreiter. Gut. Ein Dragoon? Ein Drachenbezwinger? Das ist mir eine Ehre. Alle Dragoons sind furchteinflößende Lanzenkämpfer mit einem legendären Ruf. Doch unter ihnen ist Justinian etwas Besonderes. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Wahrscheinlich nicht. Er gebietet über die Kraft eines Drachen und vermag einer Horde der geschuppten Bestien ganz allein das Fürchten zu lehren. Bringst mich in Verlegenheit, Emmerich. Du bist also die hochgelobte Abenteurerin. Mir wurde nicht zu viel versprochen. Allein bei deinem Anblick wellt das Drachenblut in mir auf. Ein untrügliches Zeichen deiner Stärke. Lasst mich euch verraten, was wir aus den gefangenen Heretikern herauspressen konnten. Wir wissen nun, worauf Eisherz es abgesehen hat. Gemeinsam mit den Drachen will sie das Auge des Drachen Nitox Auge rauben. Nitox, einer der sieben hohen Drachen? Wenn ich mich nicht irre, handelt die Gründungslegende Ishgards davon, wie Nitox vertrieben wurde, was seither immer wieder über Quertas herfällt. So ist es. Nitox ist eine Plage, die uns schon unzählige Male heimgesucht hat. Einst wurde er von Haldrath, einem der Gründungsväter Ishgards, besiegt. Haldrath stach ihm das Auge aus, das Auge des Drachen, ein Artefakt von schier unermesslicher magischer Kraft. Sollte es jemals wieder in Nitox Klauen fallen, würde es ihm seine ursprüngliche Macht zurückgeben. Nichts und niemand könnte ihn denn noch aufhalten. Ishgard wäre verloren. Nitox, mein Fleisch und Blut, sucht Ishgard seit über 1000 Jahren heim. Kein Sterblicher kann auch nur erfahren, wie sehr sein Herz voll Groll zerfressen ist. Danke. Danke. Oh Gott. Oh Gott, ist das schön warm. Wahrscheinlich werde ich in der nächsten Zeit schwitzen. So, und Groll zerfressen ist so. Da waren wir durch. Das Auge des Drachen wird in einem Bereich des päpstlichen Palastes aufbewahrt, der durch zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen geschützt ist. Zusätzlich wird es Tag und Nacht von Rittern bewacht, die ihren Heldenmut und ihre Loyalität mehrfach unter Beweis gestellt haben. Allerdings steht zu befürchten, dass all diese Vorsichtsmaßnahmen nicht ausreichen mit den Heretikern. Allein würden wir kurzen Prozess machen, doch einigen der Drachen sind wir womöglich nicht gewachsen. All die Jahre haben sie auf den Augenblick der Vergeltung gewartet, geduldig, berechnend, unnachgiebig. Diese nahezu unsterblichen Wesen haben ein ganz anderes Zeitgefühl als wir. Das gilt besonders für die sieben hohen Drachen, die Jahrhunderte
bin ich gar Jahrtausende lang schlafen, bloß um eines Tages plötzlich zu erwachen und ihr Unwesen zu treiben. Als hätten sie nur eine Nacht geruht. Drachen sind cool. Ich mag Drachen. Netoks letzte Ruhepause endete unseres Wissens nach vor etwa 20 Jahren. Seitdem sammelt er seine Kraft für seinen nächsten Rachefeldzug und wir arbeiten schon genauso lange im Ausbau unserer Verteidigungsanlagen. Und nun hat sich dieser Ausgebot der Boshaftigkeit mit Eiserz verbunden? Verbündet. Entschuldigung, verbündet. Darüber können wir bisher nur Mutmaßungen anstellen. Wir wissen, dass Eiserz es auf das Auge abgesehen hat, aber wir wissen nicht genau, warum. Tatsache ist, dass Eiserz eine große Bresche in Ishgard Schutz freigeschlagen hat. Diese offensichtliche Schwachstelle werden die Drachen zweifellos ausnutzen. Oh Gott. Ich verstehe. Ich verstehe nun eure missliche Lage. Doch warum erzählt ihr uns das so genau? Wie können wir euch helfen? Ach, gar nicht. Amekus Kleider machen. Hat die Wärmflasche doch perfekt runter. Ich will ganz offen zu euch sein. Ishgard braucht dringend Verbündete im Kampf gegen die Drachen. Helft uns, die Stadt zu verteidigen. Das darf doch eh wieder nur ich machen. Damit hatte ich schon gerechnet. Bedenkt jedoch, dass sich die Lage diesmal anders darstellt als bei unserer Vereinbarung bezüglich des Hüters des Sees. Dieser Konflikt spielt sich ausschließlich zwischen Ishgard und den Drachen ab. Als die Eoseische Allianz Ishgard um Hilfe beim Marsch der Weisen bat, blieben Ishgards Tore geschlossen. Meint ihr nicht, dass es etwas unverfroren erscheinen mag, nun im Gegenzug uns um militärische Hilfe in Ishgards privaten Krieg zu bitten? Da wage ich nicht, euch zu widersprechen, ehrenwerter Alfino. Doch bedenkt, welche Folgen Ishgards Niederlage hätte. Die Drachen würden nicht lange hier verweilen, sondern siegestaumelnd in ihre Heimat Drevania zurückkehren. Die Ruinen Ishgards würden alsbald im Schnee versinken. In ganz Koertas herrschten Banditen und wilde Stämme. Glaubt ihr, die Galliar würden dem tatenlos zusehen? Nein, sie würden dieses Machtvakuum füllen und sich unser Land einverleiben, wie Alamigo zuvor. Würde Koertas als galliische Provinz enden. Ach du grüne Neune. Ja, das macht die. Ne? Da senkt die anderen dann schon wieder anders drüber. Ach, Leute. Ich möchte in Ruhestand gesetzt werden. Mich irgendwo auf eine stille Insel legen. Entspannen. Hm? Hättet ihr davon? Die Auswirkungen würden sich nicht auf Modona beschränken. Könnte Eiserz von Anfang an darauf abgesehen haben? Nun gut, ihr habt mich überzeugt. Es liegt in unserem eigenen Interesse, die Bestien aufzuhalten, die unweigerlich dem Ruf des Hohen Drachen folgen. Über den Ruf gibt es... Imag, wenn du gestattest, erkläre ich es. Warum wurde das hier nicht synchronisiert? Durch das Auge des Drachen habe ich mir Nitoks Kraft einverleibt. Ein großer Teil seiner Essenz weilt durch meine Adern. Kein Grund zur Sorge, ich bin bei rechten Sinnen und stelle für euch keine Gefahr dar. Allerdings versetzt mich das Drachenblut in die Lage, den Ruf zu verstehen. Besprecht, was ihr vernommen habt. Nitok hat den Ruf ausgestoßen und damit seine Sippe gegen Ishgard aufgehetzt. Gemeinsam wollen sie das letzte Glied von Danifens Kette sprengen, die innerste und mächtigste magische Barriere Ishgards. Sein Ruf ist erklungen und der Kampf unausweichlich. Also kämpfen wir jetzt gegen Drachen. Ja, sehr schön. Dreizehn Quests dann nur noch. Sehr schön. Klicke ich trotzdem ruhig. Nein, nein.
Das mache ich einmal schon mal. Also in Sonnenstein. Dann reisen wir mal wieder nach Geisterzoll. Und wieder zurück. Oh, so, da lang. Ich mag die Musik hier drin. Das ist schön idyllisch. Hallo, Menphilia. Alfino, es tut gut, dich zu sehen. Was gibt es Neues aus Ishgard? Nichts Gutes. Die Zeichen stehen auf Krieg. Kannst du die anderen rufen? Dann werde ich alles erklären. Dann war also alles bisher nur ein Vorgeschmack? Richtig. Die Hauptstreitmacht der Drachenheld auf Ishgard zu, während wir sprechen. Und die magischen Barrieren sind außer Kraft gesetzt. Die Stadt wird den vollen Zorn von Nidhogg zu spüren bekommen. All die Bewohner. Alfino hat recht. Die Drachen müssen aufgehalten werden. Andernfalls kann sich der Brand auf ganz Eorzea ausweiten. Dann sind wir uns also einig. Der Bund und die Kristallstreiter werden bei der Verteidigung Ishgards helfen. Wir sind dabei, uns in einen tausendjährigen Konflikt einzumischen. Uns muss klar sein, was hier auf dem Spiel steht. Doch wenn es dem Frieden Eorzeas dient, so denke ich, sollten wir intervenieren. Der Pfad, der vor uns liegt, ist voller Gefahren. Doch ich hoffe, du wirst uns trotzdem begleiten. Ich hab doch gar keine Wahl. Ich muss doch. Für all die Opfer und alle, die wir noch retten können. Ich werde die Allianz um Unterstützung und die Erlaubnis zur Entsendung der Kristallstreiter bitten. Wir ziehen in den Krieg. Bereitet euch gut darauf vor. Ja. Also, der nächste Krieg oder was? Na, das kann hier lustig werden.
Ich schätze mal, 3 Stunden könnten wir dafür brauchen. Also, gut, jetzt nur noch. Ja, knapp 2 Stunden. Schätze ich. Ich weiß ja nicht, wie lange wir dann später für die eine Indie noch brauchen. Ich habe die Exegeten gebeten, in die ihnen anvertrauten Stadtstaaten zu reisen und dort für die Unterstützung Ishgard zu werben. Es wird allerdings harte Überzeugungsarbeit erfordern, die Euseische Allianz zum Eingreifen zu bewegen. Daher wird Alfino sich bei den anstehenden Verhandlungen unterstützen. Dich möchte ich derweil damit betrauen, dich unter den Abenteuern umzuhören und Freiwillige für die Verteidigung Ishgard zu gewinnen. Und nicht nur das, uns muss auch klar sein, wie nahe Geister zu Ankoatas liegt. Je nachdem, wie der Krieg verläuft, könnten sich Drachen als nächstes auf uns stürzen. Für diesen Fall müssen wir uns wappnen. Dafür sind wir auf die Abenteurergilde angewiesen. Erklär bitte Slavborn die Lage und bitte ihn, mit uns zusammen die Sicherheit von Geisterzoll zu verstärken. Nimm Tataru mit zu Slavborn und beziehe sie in die Planung mit ein. Sie hat ein gutes Händchen für organisatorische Belange. Okay. Also ich dachte, da kommt noch was. Ich bin gespannt. Hallo, Tataru. Tataru. Aber, ne? Also, der Typ ist springen wir. Kleine Sachen will ich immer noch nicht vorlesen. Ach ja. Ich liebe Ladezeiten. Ach, das ist der da vorne stand, ne? Der da. Da hier. Himmelsfahrtskommando. Endmarschbefehl. Ja, auf unserer Seite. Gut. Und jetzt doch die Abenteurer hier ausfindig machen. Tut mir leid, aber das ist nicht zumindest. Bisher habe ich nur deshalb überlebt, weil ich immer auf mein Bauchgefühl gehört habe. Was die Verteidigung Ishgards angeht, habe ich ein ganz mieses Gefühl. Dort lauert der Tod und darauf kann ich lieb und gern verzichten. Tachchen. Auf ein Wort, es dauert auch nicht lange. Du hast doch neulich zusammen mit den Kristallstreitern die Erzsamenfabrik gegen die Galear verteidigt. Hast du irgendwann nach eurem Präventivschlag Virid von der vierten Einheit gesehen? Ein junger Mann aus Klein Alamigo. Ja, doch, wir haben Virid irgendwann gesehen. Verdammt, das hatte ich befürchtet. Er ist spurlos verschwunden. Und nicht nur er. Die Waffen, die ihr von dem Schwarzhändler requiriert hatte, sind aus unserem Lager in Uda verschwunden. Nun macht innerhalb der Kristallstreiter das Gerücht die Runde. Virid hätte sich mit den Waffen aus dem Staub gemacht. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Trotzdem muss ich der Sache nachgehen. Wie du weißt, setzen sich die Kristallstreiter zwar aus fähigen Kriegern zusammen, die jedoch aus unterschiedlichen Gegnern stammen, verschiedene Gesellschaften angehören. Nicht zu vergessen, die Söldner, mit denen wir unsere Reihen verstärkt haben. Dieser wilde zusammengeführte Taufen wird nur durch ein gemeinsames Ziel zusammengehalten, die Freiheit Erseas. Wer hat es noch ganz grün hinter den Ohren und nie um einen Streich verlegen? Dabei brennt für
für unsere Sache, da bin ich mir sicher. Er will Eorzea beschützen. Er würde doch nicht seine Kameraden bestehlen. Noch etwas ist komisch bei der Geschichte. Kurz vor seinem Verschwinden bat mich Vered mein vertrauliches Gespräch. Innerhalb der Truppen wäre ungewöhnlich viel Geld aus unbekannter Quelle im Umlauf. Mehr konnte Vered mir noch nicht erzählen und ich befürchte, er könnte mundtot gemacht worden sein. Ich werde weiter nach ihm suchen und nach dem Geld forschen, von dem er sprach. Sag mir bitte Bescheid, falls dir etwas auffallen sollte, das mir weiterhelfen könnte. Viel Erfolg bei der Rekrutierung von Freiwilligen. Mhm. Alles klar. Ein paar haben wir ja noch. Hinten ist auch noch irgendwo einer. Oh Gott, da oben. Da hin. Ist das weiter? Hier. Jo, wer will denn nicht gegen Drachen kämpfen, hä? Lauf, Forest, lauf! Davon war Tataru auf uns. Genau. Hörchen. Ja, wir haben alle gesammelt. Wir sind alle gefragt, die wir fragen konnten. So. Genau hat sich gemeldet. Das hat sich auf einen Tisch gebracht. Gemeinsam wollen sie besprechen, wie sie auf uns reagieren werden. Promenade, gute Reise. Okay, also einmal wieder nach Ulda. Der einzige Ort, an dem es wohl einen Tisch zu scheinen gibt. War das hier? Ich glaube. Gott, würde ich mich freuen, wenn ich das mal richtig auf Anhieb richtig den Ort gefunden hätte. Ja, endlich. Wir lernen dazu. Da sehen wir eine Herrscherpromenade. Nein, was ist das denn? Ein Schwabbelpuck. Oh nein, ist das süß. Nein, das will ich haben. Gebt es mir. Ich brauch das. Ich will das Ding haben. Bitte sei synchronisiert, bitte. Aber wahrscheinlich nicht. Berichte waren bereits zu uns gedrungen, aber dass es so schlecht steht. Die Kristallstreiter haben vor, Emmerichs Gesuch zu folgen und bei der Verteidigung Ishgards zu helfen. Gibt es dagegen irgendwelche Einwände auf Seiten der Allianz? Aus Uldan nicht.
Aus Gridania ebenfalls nicht. Die Kristallstreiter unterstehen dir, Alfino. Ihr habt absolute Handlungsfreiheit. Unsere Gebete werden mit euch sein. Jo, wir werden sterben. Ich hab's jetzt schon im Gefühl. Ehrlich gesagt hatte ich mir mehr als bloße Gebete erhofft. Ich weiß, dass ihr die Mittel dazu habt. Aber sie wollen halt nichts riskieren. Wie immer. Maße dir nicht an, für unsere Staaten zu sprechen, Alfino. Die Galear und die wilden Stämme sind nur ein kleiner Teil unserer Probleme. Wir können momentan nicht viel zur Verteidigung Ishgards beitragen. Nicht, solange der Feind vor unserer eigenen Haustür steht. Auch die Konflikte im Grenzland sind längst nicht ausgeräumt. Teleci Adeleci könnte unsere Abwesenheit dazu nutzen, die Region unter seine Kontrolle zu bringen. Ihr wollt euch hinter euren Mauern verschanzen, während die einer Nachbarnation niedergerissen werden? Yep. Das ist eine böswillige Unterstellung. Auch uns sind Grenzen gesetzt. Hallo Masaki. Kleine Trupps sind entbehrlich, aber mehr nicht. Ich hoffe, es geht dir gut. Gerne würden wir dir mehr Männer schicken. Doch es gibt andere, an die du dich vielleicht wenden kannst. Die freien Gesellschaften suchen immer nach Arbeit. Ich fürchte, das ist das Beste, was wir aufzubieten haben. Schon wieder sollen die Abenteurer den Karren aus dem Dreck ziehen? Es ist beschämend. Und ihr wollt große Heerführer sein? Die Eorsäische Allianz wurde gebildet, um Krisen wie dieser zu begegnen. Es ist unsere Pflicht, Freunden in Not zu helfen. Jetzt geht die F12 immer noch an. F12. Oh, wieso das denn? Bist du immer noch dabei, alle Errungenschaften zu kriegen? Da war doch, glaube ich, irgendwas, oder? Oder irre ich mich? Oh Gott, warte mal. Jetzt sofort weiter. Meine Pflicht ist es, die Freiheit von Limsa Lominsa zu schützen. Such der Stadt lieber einen neuen Namen. Wenn du erwartest, dass wir das Wohl einer fremden Nation über unser eigenes stellen, dann täuschst du dich gewaltig. Aber ein Spielstand mit fast 65 Stunden ist nur 65% der Erfolge bei. Echt? Also ich kenne ja nur, also ich habe zwar auch die PS4-Version und die für PC. Die PS4 habe ich ja schon gespielt irgendwann mal, aber nicht weit. Und ich kenne nur die PS2-Version und da gab es leider keine Erfolge. Das würde ich ja gern irgendwie versuchen zu helfen. Aber damals gab es sowas wie Erfolge für irgendwas noch gar nicht. Zumindest nicht auch bei der PS2. Leider. Also ich kenne wahrscheinlich auch nur die Hälfte von den Sachen, die wahrscheinlich gefordert sind. An vorderster Stelle steht Limsa, gefolgt von der Allianz. Und schließlich, sollten die Umstände es erlauben, kommen Ishgard und der Rest. Wenn du selbst solch grundlegende Dinge nicht verstehst, dann hast du an diesem Tisch nichts zu suchen. Verzeiht, Admiral. Ich hätte meine Worte nicht so unbedacht wählen dürfen. Er hatte recht mit dem, was er gesagt hat. Zum gewissen Teil. Dass du erfahrene Abenteurer um dich sammelst. Ihr habt uns beim Marsch der Weisen wertvolle Dienste erwiesen. Und ich bin mir sicher, dass ihr es auch diesmal tun werdet. Ich weiß, dass ihr gerne so viele Soldaten wie möglich entsenden würdet, eure Hoheit. Ich schlage deshalb vor, die Befugnisse der Messingklingen für einen begrenzten Zeitraum auszuweiten. Wenn die Messingklingen in Uldar nach dem Rechten sehen, könnte die Legion mehr Truppen nach Ishgard schicken.
Ich habe so lustige Sachen wie die stärksten Gegner zu besiegen, die nicht zur Story gehören, oder alle Zauber und Techniken finden, die mein Lieblingserfolg. Also ein Spielwelt besiegen. Fünfmal einer bis. Oh Gott. Ernsthaft? Also ich möchte ja spätestens, wenn wir dann im Stream das zweite Mal alle Teile durchspielen, möchte ich auch versuchen, alle Errungenschaften zu kriegen. Alter, ich glaube, bei Teil 12 überlege ich mir das doch mal. Das ist doch eigentlich fast ohne einen Guide gar nicht zu schaffen, oder? Machst du das komplett blind oder tatsächlich mit Hilfe? Es gibt ja auch Leute, die das tatsächlich ohne Hilfe schaffen. Der 13 ist doch besser. Echt? Noch besser? Oh, scheiße. Ich glaube an dich, du schaffst das. Wenn ich dann irgendwann so weit bin, kannst du mir dann ja helfen. Musst du zum Beispiel alle Items, die es im Spiel gibt, finden. Eure Hoheit. Boah. Nee, danke. Kein Bock drauf. Wie? Oh, vergib mir. Schön, dass du den Natürlich. Erlösungsbruch von FF Tu, was du 12. für richtig Sehr hältst. gut. Das fehlt mir nämlich auch noch in der Sammlung. Das Buch zu 12. Aber ich habe es bisher nur auf Englisch gefunden. Also eigentlich brauche ich die Lösungsbücher nicht, um weiterzukommen oder Sachen zu finden, sondern eigentlich nur, um sie zu haben. Also als Sammelobjekt tatsächlich einfach nur. Klar, um auch mal da rumzustöbern, aber ich habe Teil 12 bisher nie gefunden. Nicht auf Deutsch. Und auf Englisch bringt es mir leider nichts, weil ich. Englische Scheiße! Ganz einfach. Dann ist mir an vielen Stellen nichts, dass ich einige Sachen geändert wurden. Ich glaube, Zodiac Age gab es so, wie es jetzt ist, nur in Japan, glaube ich. Und selbst das wurde ja, glaube ich, nochmal geändert. Um einige Ecken. Genauso wie es ja, wie ja auch ein neues Update kam. Was die Berufe dann nochmal geändert hat. Nochmal geändert hat. Also, die haben da einiges getan. Das, was ich davon angespielt habe, war cool. Aber ja, das Lösungsbuch zum neuen ist halt unbezahlbar. Zumindest für mich bezahlbar. Ist noch immer, dass ich mit der PS2-Version gekauft habe. Und da ist so wenn überhaupt die Hälfte von dem drin, was neu hinzugekommen ist. Ich habe mal geguckt fürs Neue, aber Money, Money, Money. Das ist echt teuer. Und auf Englisch teilweise, wie gesagt. Aber zur Not gibt es ja Guides im Internet. War nur halb so schön, aber. Kann man machen, nix. Stimmt etwas nicht mit der Sultana? Ist sie etwa krank? Sprich. Soweit ich weiß, ist die Sultana bei bester Gesundheit, Herr. Also gut. Jetzt überlegt er. Denk nach, Raupan. Denk scharf nach. Ich weiß es. Das fünfte habe ich alle Bücher auf Deutsch. Also 11 und 15. Also ich habe leider nur. Na gut, ich habe aber auch sehr spät angefangen mit Sammeln. Lösungsbücher zu 10, 10, 2 und 13. Na gut, und dann noch zu Legacy of Kain zwei Bücher. Zu Story war 1 und 2. Da habe ich auch noch Bücher zu. Aber von Final Fantasy halt nur die 3 und ein Fan-Made-Lösungsbuch zu Final Fantasy 1. Also das ist wirklich fanmade. Aber ich fand's cool, dass sich da tatsächlich Leute Gedanken drüber gemacht haben und das wollte ich dann natürlich auch unterstützen. Deswegen habe ich da dann auch so ein selbstgemachtes. Auch wenn ich es nicht brauchte, es eigentlich nicht seinen Wert hat, aber es ist nett. So ein nice to have. Vielleicht stehen da tatsächlich doch noch Sachen drin, die ich vielleicht doch noch nicht kenne. Weiß man ja nicht.
zu Teil 8 und 9 hatte ich auch mal geguckt nach Lösungsbüchern, aber die sind so teuer. Oder in schlechter Verfassung, sodass ich mir die gar nicht kaufen möchte, weil die aussehen, als wäre ein Auto drüber gefahren. Und nee. Nee, da ist mir dann das Geld doch zu schade für. Muss mal gucken, ob ich irgendwann mal Günstiges finde zu den Älteren. Ich bin ja so ein... Von Final Fantasy möchte ich fast alles haben. Weil ich bin Freak. Ich bin Fangirl. Ich. Oh Gott. Ich habe eine dicke... mir die Bücher damals direkt zum Spiel gekauft. Immer ohne Buch durch und dann schaue ich, tolle Sachen zu finden. Also ich hatte... Ja gut. Mein erstes Lösungsbuch hatte ich mir... Vor 3 Jahren gekauft, glaube ich. Ich glaube, vor 3 Jahren war das. Da habe ich mir das zu 10 und 10 2 geholt. Weil ich dachte, komm, fängst du mit an. So, da hatte ich gerade mal ein bisschen Taschengeld, sage ich jetzt mal, übrig. Aber damals, als das Spiel halt rauskam... Gut, den Release von 12 und 13 habe ich mitgekriegt. Für das andere war ich zu der Zeit noch zu jung. Es ist voll an mir vorbeigegangen, leider. Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch. Ich bin ja leider erst 96 geboren. So 3-4 Jahre eher wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Hätte ich deutlich mehr ins Spiel noch mitgekriegt. Bis zu dem... Muss in einem echt guten Zustand. Ja, meine auch. Meine auch. Da hatte ich echt Glück. Da habe ich direkt mit FF7 auf der PS1 begonnen. Ja. Ja. Ich glaube, es sind fast alle etwas echt. Außer, ja gut, Sio. Sio ist mit mir auf einer Ebene. Sag ich jetzt mal. Kennen uns ja auch noch von früh aus der Schule. Viel? Ich weiß, ich habe den Stuhl heute kleiner gemacht. Niedriger gemacht. Damit ich meine Wärmflasche hier besser platzieren kann. Also, die passt nicht unter den Tisch. Die ist zu fett. Ich habe jetzt leider nicht mehr mitgezählt. Wir müssten jetzt bei 11 oder 12 Quests sein, noch bis Heaven's Ward. Aber ich bin ja froh, dass ich zumindest einige PS1-Titel noch mitgekriegt habe. Also ich sag mal so, meine Eltern haben nicht vieles richtig gemacht, aber sie haben in dem Punkt was richtig gemacht, dass sie mir die PS2 nicht vor der 1 gekauft haben. Also geholt haben. Die 1 habe ich ja von meinem Vater noch geerbt, quasi. Weil der auf den PC umgestiegen ist, keine PS1 mehr haben wollte. Dann habe ich seine alten Spiele gekriegt. Darunter war ja damals Legacy of Kain Soul Reaver. 1. Oh, irgendein altes Formel 1. Ich glaube 2000. FIFA 98 und Medieval, glaube ich. Waren die ersten 4 Spiele, die ich für die PS1 hatte. Ich habe auch ganz, ganz lange PS1 gespielt. Dann irgendwann zu Weihnachten, glaube ich, die PS2 bekommen. Gott, habe ich meine PS2 geliebt. Ich liebe sie immer noch. Davon mal ganz abgesehen, aber... Schöne Kindheitserinnerungen daran. An meine 2 Konsolen. Für die PS2 war sie auch noch auf meine ersten 2 Spiele. Ich durfte ja noch nicht viel haben. Ich hatte damals Age of Empires 2. Da habe ich auf jeden Fall gemerkt, okay, Strategiespiel an der Konsole. Nee, nicht gut. Ich habe es dann Gott sei Dank irgendwann ja auf PC nochmal gespielt. Und... Typisch Mädchenabenteuer auf dem Reiterhof. Das Spiel habe ich heute noch. Das Schlimmste ist, ich spiele es sogar heute noch. Aber ja, weil es witzig ist. Da sind so ein, 2 witzige Sachen drin, wo ich mir denke. Wenn man das bei einem echten Pferd machen würde, du wärst tot. Das würde kein Pferd mit sich machen lassen. Aber nach den 2 Spielen ging es, glaube ich, dann auch direkt mit Devil May Cry, glaube ich, hatte ich. Dann fast direkt
Stimmt, Primal hatte ich. Primal. Final Fantasy X habe ich dann auch fast direkt bekommen. Ich weiß gar nicht, was dann. Stimmt, die Jack and Dexter Reihe, die habe ich dann auch noch gehabt. PS2S gut, als meine PS1 kaputt ging und das war so ein, zwei Jahre noch nach dem Erscheinen der PS2. Toi, 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 meine PS1 ist bis heute noch. Die läuft einwandfrei. Und meine PS2, Gott sei Dank, auch das Einzige, was bei der PS2 nicht mehr möglich ist, ist, die PS1-Spiele zu spielen. Weil irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, da gibt es so ein bestimmtes extra Modul, Laser, was weiß ich. Wenn dieser Laser nicht mehr funktioniert, liest er die PS1-Titel nicht mehr. Das ist der einzige Nachteil gerade. Und dasselbe ist bei der Konsole von Frisches auch passiert. Das heißt, die liest komplett alle PS1-Titel nicht mehr. Die Zweier gehen perfekt. Da muss ich nur manchmal ein- und ausschalten, dann läuft das. Aber die PS1-Titel nicht mehr. Das heißt, ich muss mir irgendwann nochmal gucken, dass ich zumindest die 1 und die 2 nochmal günstig mir irgendwie ergatter, damit ich einen Ersatz habe, damit ich die alten Spiele nochmal spielen kann. Aber ansonsten sitzen alle doch in einzigartigem Zustand. Also bei meinen Konsolen war ich echt vorsichtig. Auch beim Umzug. Ich habe die in 30.000 Handtücher, Folien und was weiß ich gepackt, damit die ja sicher sind. Und das war auch immer das Erste, was dann irgendwo in einer sicheren Ecke stand, wo nichts passieren konnte. Das war die umgebaut ist. Die kann gebrannte PS1 und 2 abspielen. Das mit dem Extra-Chip, die Grafik auf was hochschraubt. Ah, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, das ging nicht. Ich konnte auf der PS1 konnte ich gebrannte Spiele logischerweise spielen. Da hatte ich Dino Crisis, glaube ich, und Resident Evil gebrannt. Durfte ich aber beides nicht spielen. Ich war zu jung. Jetzt habe ich sie, aber jetzt laufen sie leider nicht mehr. Wir müssen nach da hinten. Leider, leider. Kann ich da eine Abkürzung fliegen? Kann ich da mal rüber wegfliegen? Ja, kann ich. Da, 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 da. Zurzeit spiele ich ja, also wenn ich dann mal Zeit habe, spiele ich zurzeit auch wieder PS2. Da spiele ich gerade quasi das, also eigentlich Final Fantasy X im Herr der Ringe-Universum. Immer noch. Ich komme zurzeit nicht weiter. Was heißt nicht weiterkommen, aber ich habe keine Zeit zurzeit weiterzuspielen. Ist ja nicht, dass ich hier locker drin. Masaki, du hattest das schon mal angedeutet. Du hattest das schon mal angedeutet. Und ich glaube, du hast mir auch schon von deinen. Waren das SNES? Ein paar Bilder gezeigt von den Spielen, die du so hast? In deiner Sammlung? Also, Neid war schon vorhanden. So, und ich dachte immer, ich hätte eine schöne Sammlung, aber das übertrifft alles. Also das ist wirklich in Neid pur bei dir. Aber ich habe ja noch mehr als genug Zeit zum Sammeln. Vielleicht finde ich ja irgendwann auch noch mal ein paar nette Sachen. Und ich habe auch noch viel Zeit mit euch, hier andere Titel auch mal zu spielen. Das ist halt auch das Cool beim Stream. Ich kann dann halt auch mal Spiele spielen, wie zum Beispiel Fallout, was ich noch nie gespielt habe, was ich wahrscheinlich auch so nicht spielen würde, wenn ich privat spielen würde. Wenn dann so Sachen, die ich sage, ja, Interesse, aber spielen würde ich wahrscheinlich halt trotzdem nicht. Von SNES Games. Das ist eine Sammlung gewesen. Scheiße. Nee. Gott. Das hier geht hier von vorne los. Also wenn ich an den letzten Kampf denke, bei den Herren vom See oder was wie das hieß, wo ich ja mit Hybrid drin war. Am Montag. Ey. Horror. Mag ich gar nicht mehr dran denken. Den Kampf möchte ich nie wieder machen. Ich krieg ja gleich mal noch ein Bild, das ich nicht gezeigt habe. Mach das.
Ich bin gespannt. Bin echt gespannt. Ich glaube langsam. Hüter des Sees. Eine feine. Das war eine Scheiße! Albert, das war echt eine verdammt riesengroße Kacke. Nee. Bitte sag mir, dass ich die nie wieder machen muss. Aber ich glaube, in den Zufallsdingern kommt es bestimmt nochmal. Oder? Die wird mir bestimmt nochmal aufgebrummt. Bei meinem Glück wahrscheinlich jedes Mal. Genau wie war das Palast des Wanderers, was ich nicht abkann. Warte mal, ich muss jetzt mal kurz nachgucken. Ach nee, da ist es. Wo ist es denn nochmal? Ich bin zu blöd, alles zu finden. Da ist es. War das Palast des Wanderers? Ja, Palast des Wanderers kann ich nicht ab. Ich hasse Palast des Wanderers. Das ist so eine Scheiße. Das ist so eine Kacke, das Ding. Dann mache ich ja halt lieber Castrum. Ich glaube, ich lieber 30 Mal hintereinander Castrum als das. Das ist ja furchtbar. Wenn der Bus das erste Mal macht, ist er echt krankig. Wenn ein bisschen mal gespielt hat, kennt man die Mechaniken. Vor allem, mir tat es so leid. Zweimal war ich die Ursache, also wirklich die Ursache, dass wir gescheitert sind. Und ich scheiter nur so, Alter, das kann nicht wahr sein. Ich bin zu blöd, um auszuweichen. Und ich war wirklich zu blöd zum Ausweichen. Weil ich das immer so gefühlt eine Sekunde zu spät gesehen habe. Ich habe schon nicht mehr auf den Chat geachtet. Ich habe nicht mehr getrunken in der Zeit. Gar nichts. Ich war komplett still. Das muss, ich glaube, für euch so langweilig gewesen sein. Mir da so konzentriert mal zuzugucken. Ohne irgendwas zu sagen. Weil sonst, meistens sage ich ja wenigstens noch, Scheiße, 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 Scheiße. Weg, 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 weg. Diesmal Stille. Das, ja, und das auf schwer finde ich noch schlimmer. Also auf normal, also einfach oder, ne, da geht das ja noch. Das kann ich ja noch ab. So, rein theoretisch. Aber auf schwer. Und wenn du dann noch eine scheiß Gruppe hast. Und das Geilste, ich weiß doch, ich habe mit Luna, hatte ich das einmal gemacht. Da hatten wir aber diese Zufallsindies. Und nicht nur, gut, solange jetzt nicht Palast des Wanderers kommt, ne, ist alles gut. Und was kommt? Palast des Wanderers schwer. Und ich denke mir so, Alter, wie sehr hasst mich dieses Spiel? Wie sehr? Es war furchtbar. Es war echt furchtbar. Ich glaube, Palast des Wanderers, da sterbe ich grundsätzlich. Grundsätzlich. Und nicht nur ich. So, ich bin meistens die Letzte, die dann noch steht. Und die Gruppe fliegt dann einfach so die ganze Zeit und die Blaus und da nicht nochmal. Nicht nochmal die Scheiße. Es ist furchtbar. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Man kann alles mit mir hier drin machen, aber nicht Palast des Wanderers und auch nicht Hüter des Sees. Das sind so zwei Dinger. Oh, da drehe ich ab. Da drehe ich echt ab. Vor allem, bei mir ist es dann so, ich kann mich nur auf eins konzentrieren. Entweder greife ich an oder ich weiche aus. Und ich habe Angst, dass wenn ich dann nur noch aufs Weichen mich konzentriere, dass ich nicht mehr angreife. Ich bin es nämlich auch in manchen Spielen gewohnt, dass man dann halt direkt die ganze Zeit durchgehend automatisch angreift und trotzdem ausweichen kann. Ist hier nicht ganz der Fall. Leider. Und wenn, weiß ich nicht wie. Kriegst du nämlich nicht hin. Supi! Gucke mir dann hier nach mal kurz an. Ach scheiße, ich habe nichts mehr zu trinken drin. Oh. Weißt du, diese Wärmflasche ist so mega warm. Ich weiß, das macht eine Wärmflasche aus. Ist mir klar, aber. Ich krieg so einen Durst dadurch. Ich glaube, ich krieg heute die eine Kiste Wasser leer. Och, komm schon. Nein, bleib da hinten. Oh, ich liebe Drachen, aber das ist... Nein! Ach komm.
rennen. Nein. Ist auch geschafft. Ja. Vor allem, als wir ja Hüter des Sees gemacht haben. Das Geilste war, ich dachte, ich mache einen Angriff und plötzlich habe ich hier diese Dinger so im Bild gehabt, hatte sie dann weggepackt oder umgestellt, musste sie dann erstmal wieder rausholen, weil ich zu blöd war, diese Dinger da zu lassen. Ich habe immer vergessen, dass ich ja loslassen muss dann. Also, beziehungsweise ich hatte sie dann so gezogen. Ne? Ich war komplett verwirrt an dem Abend. Vor mir dachte ich, ja, geil, wir schaffen es perfekt um 0 Uhr. Kurz nach 0, dann ist das Ding durch. Scheiß war durch. Da fliegt hin. Ist das Ixion? Ist es das? Ist es das? Ist es das? Ich will es haben. Nein, vielleicht, ja, nein, vielleicht sehe ich es noch, sehe ich es noch, sehe ich es noch. Ich glaube, es war's. Aber scheiße, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Quests wir machen muss, also noch machen müssen. Ich habe vergessen, weiter mitzuzählen. Also bei 14 waren wir durch. Bei 12 müssten wir auch durch sein. 11? 10, 11 Quests noch? Könnte das hinkommen? Wie ist das denn jetzt? Ich hätte es mir aufschreiben müssen. Beteiligung, ihr Schwarz. Oh Gott. Frag mich, wie weit ich von der nächsten Inni entfernt bin. Oder kommt die jetzt? Wohl an, lass mich dir die Lage erklären. Hinter dem Tor des Urteils beginnt der Schicksalsweg, eine lange Steinbrücke, die hinüber zur heiligen Stadt Ishgard führt. Sie dienen nicht nur dazu, sicheren Fußes über das Wolkenmeer zu gelangen, sondern auch dazu, Angreifern den Zugang zur Stadt zu erschweren. Sie ist leicht zu verteidigen und zudem durch die letzte mächtigen Barriere von Denifers Kette geschützt. Nur noch 9! Wie geil! Ha! Ah, schön. Also ich schaff's heute, hä? Okay, ich hab mich wieder. Alles gut, ich hab mich wieder. Bei ihrem ersten Angriff hat Eisjetz die äußere Barriere durchbrochen und somit den Drachenzugang zum Schicksalsweg verschafft. Nur noch die innerste Barriere von Daddy Festkette hält sie davon ab, in die Stadt einzudringen, dort ihr blutiges Werk zu verrichten. Wenn diese letzte Barriere fällt, ist Ishgard verloren. Unsere Pflicht ist es, den Schicksalsweg zu verteidigen, bis zum letzten Blutstropfen. Wäre uns eine Ehre und große Hilfe, euch Antorn dabei an unserer Seite zu wissen. Dieser Kampf wird über das Schicksal von Ishgard entscheiden. Lasst uns den Drachen das Fürchten lehren. Bitte sag nicht, dass es in der Ini ist. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein! Gut, okay, dann gehe ich davor aber definitiv nochmal aufs Klo. Auch wenn es vielleicht jetzt länger dauern mag, ne? Aber ich gehe davor definitiv einmal kurz aufs Klo. Bevor ich da reingehe. Oh! Ja, das wird lustig, ne? Wie beschissen ist die? Bei einer Skala von 1 bis 10? 10 ist ultra beschissen und 1 ist okay.